Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Sherwood Park Farm. Ich muss das nochmal anmoderieren, weil ich leider die Aufnahme unterbrochen habe vorhin. Aber wir sind hier beim Dreschen. Mit dabei haben wir den Leo, den Walter, Dominik und den Simon. Viel Spaß. Das wird schon passen. Ich vertraue dem Werner jetzt mal. Natürlich. Also Walter, wenn du mir vertraust, ne? Also da... Ja. Soll ich lieber nicht machen. Hörst du die zweite Bahnwalter oder? Ja. Ja, die jetzt direkt. Okay. Ich fange irgendwo in der Mitte an. Hier. Aber da kann der Dominik bestimmt super abtanken. Naja. Nicht. Bestens. Machst du das immer so beim Dreschen, dass du die ganzen Scheiben offen hast? Ja. Okay. Frische Luft. Ja. Und ein bisschen Stoff. Bisschen, weißt du, bisschen. Da spüre die Zusammensetzung, Alter. Der möchte einfach das Land spüren, weißt du? Mhm. Die Landarbeit muss man auch spüren können. Ich rieche dann einfach und dann weiß ich, ja, es ist trocken. Ja. Die Gerste ist trocken. Also. Trocken genug, sagst du? Ja. Wir machen das die Profis, hat er gesagt. Richtig. Okay, muss ich mal zu machen, den Blitz. Oben kann man offen lassen. Gibt's eigentlich schon ein neueres Modell außer den 67er Lexion? Die macht sich halt umsonst. Sind aber schon die größten Dresche, die es gibt, oder? Von Klaas. Ja. Oh, das wird knapp. Ah, das passt ganz locker. Kann ich noch zweimal hin und her fahren, weißt du? Ja, 8 Liter im Tank, ja. Österreich zurück, ja. Gar kein Problem. Wo ist denn nicht der Boxer heute schon wieder? Box ist, glaube ich, zu fame. Ja. Spielt nicht mehr mit uns. Glaubst du, Walter? Mhm. Ich will doch erklären, warum du die lange Zeit nicht da warst. Ja, weil ich zu fame bin. Aber ich habe mir gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Kannst du nicht bringen, ne? Ja. Und vielleicht dann Urlaub. Achso. Leo? Hm. Gehst du dieses Jahr auch auf Urlaub oder fährst du weg? Ne. Ne, ne? Ich glaube, wir sind die zwei einzigen, die daheim bleiben. Da vergehe ich nochmal. Hm? Walter, dein ganzes Leben besteht aus Urlaub. Das ist ja absoluter Bullshit. Ne? Aus Urlaub und aus Futtern. Der Walter kommt vom Urlaub und sagt, er muss erstmal Urlaub machen vom Urlaub. Mhm. Im ganzen Essen. Ja. War zu stressig, der Urlaub. Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass Rohr beim Drescher muss immer draußen bleiben. Mhm. Aber der Walter war nicht dabei. Achso. Oh. Hat er nicht sogar einen Makro dafür? Ja, ich wollte gerade schreiben, aber das war die Tier. Er bewegt sich gerade dafür, weißt du? Sind wir früher nur im Uhrzeigersinn gefahren? Ja. Kein Vorgewende, dann hoch, runter? Kann ich mir nicht vorstellen, oder? Uhrzeigersinn war er. Okay. Soll ich es nochmal schreiben für dich? Weißt du, was früher so ein Spruch war? Wer den Chat voll spammt, der wird gebannt. Ja, aber es ist Zeit zum Abmoderieren, hab ich gehört. Nein, noch lange nicht. Ja. Ich glaube, wir brauchen eine neue Karte. Was hast du gemacht, Leo? Ja, das gleiche, was du auch gemacht hast. Ja, dann, du musst es positiv sehen. Ey, ich sag dir, Zeit zum Abmoderieren. Ja. Weißt du, was das Problem an der Abmoderation ist? Hm. Dass ich noch mal anmoderieren musste, weil ich das Spiel die auch noch mal beendet hatte. Okay. Weil, jetzt hört ihr das an, weil mein das GPS-Menü genau auf meiner Aufnahme-Beenden-Taste liegt. Wow, okay. Ja, kann man machen. Also, ja, muss man machen, weißt du. Sollte man vielleicht nicht unbedingt, aber... Gibt's da eine Checkliste im Leben, die musst du einfach Stück für Stück abarbeiten. Ja,
auch Herausforderung, ne? Richtig, richtig. Viel langweilig beim LS. Ja. Richtig, richtig. Alter, pass auf, da kommt noch so ein Simon von hinten. Ne? So ein Simon haben wir mehrere von? Ja, mittlerweile schon. Ja. Ja? Ja, ist sogar noch einer im Testraum. Was? Heißt Meister Freddy jetzt Simon oder was? Nee, der da drunter. Der Sivus. Ach, der Sivus. Der ist auch Simon. Da sind's. Machen Sie ihr Rohr aus. Nee. Ich schreib das. Unter Druck kann ich nicht. Leo, warum hast du eigentlich den Server verlassen? Ich mache jetzt auch die Dia-Show. Ich habe gehört, dass es sonst. Ah, ja. Cool. Ja, ja, ich sag dir das. Ist das dann, ja, aber das ist, glaube ich, so eine Boxed-Version drin, oder? In der normalen. Eine Boxed-Version? Eine Boxed-Version? Nur die Preview-Leute, die das hatten, weißt du? Das geht nicht für jeden. Ja, weil da, weißt du, da warst du leider im Urlaub, wo das war. Hm. Oder du hast dich mit einer weiteren Folge Formel 1 beschäftigt. Weiß ich nicht. Oder hinten, lol. Oder hinten, lol. Oder was hast du noch früher viel gespielt? Worms? Golf with Friends? Mhm. Ark. Ark, genau. Du bist ja auch so ein Ark-Suchti. Ja, ja. Junge, Junge, Junge. Ich hab Ark schon ewig nicht mehr gespielt, ey. Aber immer noch große Updates da. Ich hab gelesen, ja. Das Problem ist nur, meine Festplatte ist voll mit den Spielen. Ich hätte eine über. Brauchst du eine? Nee, lass stecken, meine. Die, die im Arsch ist? Ja, richtig. Aber für deine Zwecke geht sie bestimmt noch weiter. Ja. Einmal im Jahr, weißt du? Hm. Wenn die Festplatte gerade Lust hat. Einmal im Jahr 5 Minuten Formel 1 aufnehmen, dafür reicht's. Ja, das passt schon, weißt du? Ihr müsst erstmal so viel F1 spielen wie ich, ja, dann können wir weiterreden. Hier. Jeder hat mehr F1 gespielt als wie du, Walter. Na, das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Sag mal so, wenn man F1 auf die gleiche Waage legt wie Rocket League, dann haben wir alle das schon gespielt. Walter? Werner? Ich glaube, der Leo ist auf hinten, lol. Nein, nix. Ich warte, bis der neue Folge startet. Brauchst du so lange zum Sinken, oder was? Eigentlich nicht, aber... Ja, dann komm rauf. Ich bin doch nett und warte, bis es vorbei ist. Der Zug ist abgefahren. Noch eine Minute Aufnahme. Er ist ausgemacht, ich warte. Jo. Der Dominik kommt mir immer viel zu nah. Oh Mann! Ach, wer kommt denn jetzt auf den Server? Oh, während der Aufnahme, ey. Das mag man diese Leute, ne? Wem ist das? Guten Tag, Servus, Mahlzeit. Moin! Hallo! Na, du auch hier? Was gibt's denn heute zu tun hier? Das gleiche, wo du vorher aufgehört hast. Die Kabine dreht sich, das ist ja toll. Die dreht sich auch, das ist ja toll. Ja? Hast du den Karussell-Mod mit reingenommen, oder was? Was hab ich denn vorher gemacht? Das ist gar nicht hier. Ach, war ich hier gefahren. Mann, Dominik, du kommst auch immer für ein Sprüngchen vorbei, ne? Das ist schlimm. Ich bin voll. Hallo, ich bin voll, immer noch. Jaha, haben wir gehört. Würde gerne mehr nehmen, aber... Immer die Leute, die alles doppelt sagen müssen, ne? Ja. Ach du hupst, ich hab gedacht, was ist das für ein Geräusch? Ey, warte, was ist denn das? Quietschende Reifen oder was ist das? Schon gedacht, der Sound schmiert ab oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Haben wir noch mehr Häckselguten innen, das war's. Das war's, ja. Abdecken. Ja.
Weil dann machst du das immer so, dass du am Ende der Bahn den Pick, also dieses Schneidwerk hochhältst. Ich halt alles hoch. Aha. Ich schalte ihn aus, den Rechner. Nicht ausschalten, Walter, ist ja langweilig. Nein, weil dann findet er schneller. Wow, Walter, ist das Stress oder was? Ja. Dann wendet er schneller, weißt du. Mein Licht hinten links ist kaputt. Ja, dann reparier's. Fahr sofort zum Hof und lass es reparieren. Wer macht das? Weiß ich nicht. Boxer, aber der ist heute nicht da. Hm. Warum ist Boxer nicht da? Ich glaube, der muss arbeiten. Mann, wo wolltest du denn da? Der war gut. War mir da nicht so ganz sicher. Und stand auf einmal hinter der Ecke. Jetzt muss ich mal was testen, wenn ich die nächste Bahn anfange, ob ich es schaffe, GPS und Tempomat reinzumachen, mir ganz schnell was zu trinken hole und dann wieder herkommen und dann gucken, ob die Bahn ausgereicht hat. Kommt drauf an, wie weit der Kühlschrank entfernt ist. Ja, kommt drauf an, wie schnell ich renne wahrscheinlich. Oder so. Wahrscheinlich könnte man sich das irgendwie mathematisch ausrechnen, habe ich aber keinen Bock drauf. Ich glaube, bis du das ausgerechnet hast, bist du schon verhungert. Das kann auch sein. Walter, du musst die ganz, ganz, ganz äußerste Bahn nehmen, bitte. Alles klar, mach ich. Bist du jetzt weg? Moment, warum? Nee, du willst doch scheiße über mich reden wahrscheinlich, ne? Nein, das ist ja Quatsch. So, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Okay. Wünsch mir Glück. Drück mal um. Dominik, geh mal bitte weg. Musst du einsteigen in den Dreschern halten. Was wird das, wenn er nicht will? Kleines Drescher-Baby. Oh, wie süß. Was war das jetzt? Warum ist da die Bahn schief? Ja, guck mal hier, das hat er was stehen lassen, Herr Werner. Hat er ja. Nicht. Ja, aber was hat er was stehen lassen? Ja, das Ding ist nicht breiter, das Schneidwerk. Hä? Guck mal, hey, du hast ja was stehen lassen. Hier, wo ich bin. Was? Da steht nichts. Nein. Jungs, Quatsch. Ich hab das auf Band hier, da steht nichts. Was du da auf Band das? Dem ist im Stroh leichter Knick. Ja. Die Abfahrer heutzutage sind auch nicht mehr verlässlich, ne? Ja, das ist ganz schlimm, die Abfahrer, ich sag's dir. Walter, hast du nicht die äußerste Bank? Oh Mann. Er fährt doch gerade da hoch. Hat er. Aber wenn er jetzt muss man hier unten gucken, dass er was stehen lässt. Muss jetzt mal noch abdrischen. Simon, kann ich bei dir abladen, bitte? Ich möchte bei Dominik nicht. Verdammt. Wow, habt ihr mich weggeboxt, die Lümmels? Dominik. Klar habt ihr mich weggeschoben. Dominik. Ich wieder, ne? Ja. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Darum lachst du ja auch, weil du es nicht warst. Ne, weil es so lustig ausgesehen. Wow. Alter. Auf euch kann man sich auch nicht mehr verlassen. Nee. Leo, die machen das, nur Blödsinn hier. Blödsinn. Paarungstanz war das. Was wir können, das machen wir denn in den Boden rein? Große. Welche Sorte? Braune. Wow. Ich hab nicht welche Farbe gefragt, sondern welche Sorte. Ja, aber die braune sind doch die Kakaobohnen noch nicht. Also, sehen Sie das? Ja? Okay. Ich hätte gerne durchsichtige. Ich weiß nicht, wie Kakaobohnen bei dir aussehen. Abfahrer. Ups, Abfahrer. Wir hatten jetzt gehupt hinter mir, ich hab mich erschrocken. So wahnsinnig. Alter Schwede. Ich beantworte meine Frage, aber minimal bis gar nicht. Ja, minimal oder das gar nicht? Da, wo du Lust drauf hast, Leo. Alles klar. Ich hab gehört, wir machen Zucker drüben. Okay. Oh ja. Ich brauch eine neue Map. Jetzt steht er schon wieder hinter mir. Was ist los mit dir, Junge? Ich wollte doch nur. Geh doch mal weg. Leo, die mobben mich hier. Verdient. Was? Boah. Flügen. Boah. Nein, ich muss zuerst düngen. Du musst erst düngen, wollte ich dir sagen, ne? Ja, ich muss nicht düngen, weil wir haben eh nur eine Düngstufe. Wen juckt das? Genau. Ja.
Haben wir diese komische Lampenflügel? Ja, ne? Diese ja. Weil dann muss ich eigentlich wieder abmoderieren. Ja. Es ist soweit, Walter. Nein. Da. Nein. Da. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Das ist aber so schade. Können wir nicht eine längere Folge machen? Die können wir nicht, okay. Alles probiert. Ja. So. Also gegeben. Werner, wir müssen jetzt aufhören hier, was ist jetzt zu lang. Ja, tut mir leid. Man, muss noch eine extra Werbung rein. Das war's wieder für heute. Falls euch gefallen hat, lasst euch einen Daumen nach oben. Lasst einen Daumen nach oben da. Bitte keine Dislikes mehr, weil sonst... da haben wir genug bekommen, danke. Ich hab die Schnauze voll. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschö, tschö. Bis dann. Tschö, tschö.